Hallo, wir sind vom Gegenstandpunkt und wir haben uns den Kopf zerbrochen über Weihnachten. Was ist da eigentlich los? Was wird denn da gefeiert zu Weihnachten? Ja, zu Weihnachten wird die Geburt Gottes, des Gottessohns gefeiert. Warum soll man sich darüber freuen oder warum ist das zum Feiern? Ja, in erster Linie freuen sich einmal die Christen darüber. Ja, zu Weihnachten wird die Geburt des Gottessohnes gefeiert. Und warum ist das zum Feiern? Warum soll man sich darüber freuen? Weil Gott eben seinen Sohn gesendet hat, um die Menschheit von der Erbsünde, um von der Menschheit die Erbsünde zu nehmen. So was. Erstens eine Sünde, haben sie sündig sind, und zweitens eine Erbsünde haben sie auch noch begangen. Was ist denn das eigentlich, eine Sünde? Die Sünde ist ein Verstoß gegen ein von Gott gegebenes, ja, Gebot, wo dann halt die Strafe auf den Fuß folgt. Bei der Erbsünde eben die Vertreibung aus dem Paradies. Ja, was ist das eigentlich, so ein Gebot? Das ist doch irgendwas, für was muss man ein Gebot erlassen? Da für etwas, was gegen das eigene Interesse ist, was man von selber nicht machen tät. Ja, das ist richtig. Und was man auch irgendwie nicht wem erklären kann, dass es dann einsiegt. Also, es ist eine eigenartige Geschichte. Es scheint ja auch was zu sein, was einem Spaß machen kann, nicht? Wie heißt denn das sechste Gebot, du sollst nicht Unkeuschheit treiben oder so? Das ist ja offenbar Sachen, die man eigentlich gern machen tät, die müssen einem dann verboten werden oder es muss einem geboten werden, das zu Das lassen, nicht? zu lassen, ja, genau, ja. Da gibt es aber noch anderes, oder wie das, du sollst nicht töten. Das fällt ja auch auf. Irgendwie gegen einen Krieg sagen sie nichts, die Herren von der Kirche. Also ist das offenbar nicht absolut, diese Gebote, sondern die sind interpretationsbedürftig. Also da muss man dann immer wieder, entweder Kirchenväter oder weltliche Gewalten müssen dann sagen, das gilt jetzt oder jetzt gilt es wieder nicht. Das sind im Prinzip so allgemein ausgesprochene Gebote, die dann im Besonderen immer, wo es Ausnahmen gibt. Ebenso auch wie beim bürgerlichen Recht. Ja, und was Besonderes hat es dann noch auf sich mit der Erbsünde, nicht? Da ist ja ein ganz besonders schlimmer Verstoß, muss da passiert sein. Na, das war die Sünde überhaupt, die erste Sünde, wo der Mensch gegenüber Gott eben verstoßen hat und das zur Folge hatte, dass die Menschen aus dem Paradies vertrieben worden sind. Naja, nur eine Sache, eine einzige hätten sie befolgen müssen und nicht einmal das haben sie zusammengebracht. Und das heißt, also diese eine Sache wäre gewesen, nicht vom Baum der Erkenntnis zu naschen. Naja, Baum der Erkenntnis. da sagt der Nietzsche was Interessantes dazu im Antichrist. Das möchte ich eigentlich den Hörern nicht vorenthalten. Der schreibt: Hat man eigentlich die berühmte Geschichte verstanden, die am Anfang der Bibel steht? Von der Höllenangst Gottes vor der Wissenschaft? Man hat sie nicht verstanden. Erst durch das Weib lernte der Mensch vom Baume der Erkenntnis kosten. Was war geschehen? Den alten Gott ergriff eine Höllenangst. Der Mensch selbst war sein größter Fehlgriff geworden. Er hatte sich einen Rivalen geschaffen, die Wissenschaft macht Gott gleich. Es ist mit Priestern und Göttern zu Ende, wenn der Mensch wissenschaftlich wird. Moral: Die Wissenschaft ist das Verbotene an sich. Sie allein ist verboten. Die Wissenschaft ist die erste Sünde, der Keim aller Sünde, die Erbsünde. Also, da kann man es irgendwie sehen aus der Bibel, da steht es schon drin, dass Glaube und Wissen irgendwie miteinander nicht gut sein. Das nicht nur nicht gut, sondern sogar ein Gegensatz. Also trotzdem gibt es ja jede Menge Pfaffen auch. Es gibt sogar Pfaffen, die sich mit Wissenschaft beschäftigen. Also irgendwie gegenüber der Unversöhnlichkeit, die da in der Bibel behauptet wird, mit Wissen und Glauben, da ist heute eine friedliche Koexistenz. Wie ist das wohl möglich?
Du hast es gerade angesprochen, Koexistenz. Da werden Sachen miteinander verbunden, die an und für sich ausschließen würden. Wissenschaft und Glaube. Naja, wie geht das nur? Das geht auf zwei Arten und Weisen. Es gibt eine Abteilung von Wissenschaftlern, die treiben so Wissenschaft, dass aus dem Gebiet, was sie sich zu untersuchen vornehmen, den lieben Gott sozusagen entfernen. Und das muss auch so sein, wenn Sie auf einem ein bestimmtes Gebiet erforschen, hat eben Gott darin nichts verloren. Würden Sie ihn ins Spiel bringen, dann würden Sie als Wissenschaftler einpacken können. Und würde Ihr Gegenstand Ihnen unter der Hand wegfallen. Das wäre nicht mehr Wissenschaft. Dafür kann er dann auf anderen Gebieten, die eben nicht in ihre Wissenschaft fallen. Also da, wo der Wissenschaftler nicht als Wissenschaftler tätig ist, in seiner Freizeit oder am Sonntag, da kann er glauben. Also nur in seinem Arbeitsbereich kann er Gott nicht gebrauchen. Das ist störend und Dann gibt es eine zweite Abteilung von der Wissenschaft, die geht dann auch ziemlich, also um einiges weiter. Die nimmt den lieben Gott in ihren Gegenstand hinein und verbreitet unter dem Namen Wissenschaft Sachen, die diesen Namen eigentlich nicht verdienen. Produziert Sachen, die dem Glauben fast ähnlich erscheinen als der Wissenschaft. Das sind eben die Ideologien, die die Geistes- und Sozialwissenschaften produzieren. Also Paradewissenschaftler, den es alle gern vorzeigen bei jeder Gelegenheit, wird ja der Einstein. Und der hat, muss man schon sagen, einerseits E ist gleich mc Quadrat, das hat er nicht aus der Bibel rausgelesen, da hat er schon Wissenschaft treiben müssen. Aber er hat offenbar das wissenschaftliche Treiben angesehen als eine Art von ultimativen Gottesbeweis, dass er, wenn er Naturgesetze erforscht, damit auch den Beweis liefert für einen Gesetzgeber, für einen Schöpfer. Deswegen hat er das gesagt gegen einen Heisenberg: Gott würfelt nicht. Also für alle, die erst jetzt eingeschaltet haben, wir sind vom Gegenstandpunkt und wir zerbrechen uns den Kopf über das, was zu Weihnachten abbrennt. Das ist die nächste Frage, die bei uns aufgetaucht ist: Warum ist das eigentlich so wichtig? Weil das ist ja mit allerlei Absurditäten behaftet, wie der Ohrzeugung und so. Wieso ist es so wichtig, dass dem lieben Gott ein Sohn geboren worden ist? Wieso schafft sich der Mensch einen Gott? Gott ist ein abstraktes, höheres Prinzip, dem sich der Mensch unterwirft. Also du meinst damit, dass er sich eine höhere Instanz gibt, ein Befehlshaber sozusagen, Der über ihn herrscht. und von dem er immer mit seinen Handlungen und Gedanken Rechenschaft ablegen muss. Genau. Dazu dienen die ganzen Gebote und die Verbote. Über die wir ja schon vorher geredet haben. Genau. Und das ist halt ein sehr schwieriger Gedanke vielleicht für manche Leute, dass im Grunde ist es ja so: Der liebe Gott ist ja sowas wie ein strenger Vater, der einen züchtigt, wenn man was falsch macht. Aber der soll eben nicht in einer konkreten Form da sein, sondern in einer jenseitigen, ungreifbaren, aber immer präsenten. Das ist alles ein bisschen schwierig für viele Leute, weil durch das, dass das alles nur in Gedanken, in Vorstellungen existiert, konnten ja Leute auf die Idee kommen, dass das gar nicht gibt, das Prinzip, und dass sie sich nur einer Wahnvorstellung unterordnen. Ja. Und da ist dann wichtig, dass man vorzeigen kann: Na bitteschön, da ist er ja. Da ist ein Gottesbeweis. Und zwar noch in Form eines Menschen. Deswegen hat das alles sein müssen, dass das mit der unbefleckten Empfängnis und das ist ja alles sehr kompliziert abgelaufen, wie man das so hört mit dem Erzengel und wir wollen ja Und da dem nicht ins Heiligen Detail Geist. gehen und so. Na, der Heilige Geist, geht der Heilige Geist, war danach herrscht. Naja, Ach so, der das war hat nicht sich ja der, stimmt, der angekündigt. Erzengel war der Anfang vom Jesus und der Heilige Geist war das Ende, stimmt schon. Ja, jedenfalls im Christentum
kommt Gott als Mensch auf die Welt. Und damit dient er zum Beweis, dass dieses höhere, das abstrakte Prinzip existiert, konkrete Formen angenommen hat und deswegen umso mehr zu befolgen ist. Also, für die, die erst jetzt eingeschaltet haben, wir sind vom Gegenstandpunkt und zerbrechen uns ein bisschen den Kopf über Weihnachten und über das Christentum. Und da ist da, beim Christentum ist da ein interessantes, zentrales Element, die das Betonen des freien Willens. Der freie Wille muss nämlich sein, weil sonst gäbe es ja keine Sünde oder keine Schuld. Da ist ja, dass man Menschen schuldig sprechen kann, auch vor Gericht, aber auch vor dem jüngsten Gericht, muss er sich entscheiden können. Wenn er sich nicht entscheiden konnte, kann auch nicht schuldig werden. Genau. Also wird da sehr viel Wert drauf gelegt, das zu betonen. Und das war ja eigentlich auch seinerzeit vom Luther die Kritik, dass die Schuldfrage sehr einseitig gelöst werden kann, wenn man für Geld sich davon loskaufen kann. Dann macht das jetzt einfach, der Christ. Hat er gemeint. Deswegen wird er das wieder zurückholen. Ins Individuum selber, den ständigen Kampf mit sich selber, ob man jetzt sündig ist oder ob man gerechter ist. Also der freie Wille, der ist ja nicht erfunden, den gibt es doch wirklich. Ja, das stimmt schon. Die Leute in anderen Weltgegenden, die nicht Christen sind, haben natürlich genauso einen freien Willen. Überhaupt, der Wille ist immer frei, nicht? Jeder kann sich immer entscheiden. Man muss sich sogar entscheiden. Ohne einen Willen steht man in der Früh auf aus dem Bett und kommt nirgends hin, nicht? Mhm. Also jeder Mensch hat einen Willen und wie frei er sich entscheiden kann und so, das hängt natürlich von den Umständen, aber entscheiden kann sie immer. Aber das Christentum ist die einzige Religion, die das so betont, eben wegen der Schuldfrage. Mhm. Das heißt, sie kombiniert, sie, also anders formuliert, sie schätzt den freien Willen, weil man an den gleich die Schuldfähigkeit ankoppeln kann. Und das macht das Christentum. Die Menschen müssen frei sein, damit man sie richten kann. Mhm. Damit man sie schuldig sprechen kann. Eben wegen dieser Betonung des freien Willens ist das Christentum eigentlich auch die ideale Religion für unser Wirtschaftssystem, was von seinen Freunden freie Marktwirtschaft genannt wird, von seinen Feinden Kapitalismus. Übrigens, wir sind vom Gegenstandpunkt und die Eingeweihten, glaube ich, wissen, zu welcher Fraktion wir gehören. Gut, jetzt ist gerade das Stichwort Marktwirtschaft gefallen. Das ist ja auch eine, die heißt ja schon freie Marktwirtschaft. Sie ist aber nichts anderes als eine einzige Konkurrenzveranstaltung. Da produzieren die Leute vor sich hin Waren gegeneinander, also werfen sie auf den Markt, verkaufen sie. Wenn es geht, wenn sie es anbringen. Ja, klar, das ist ja. Aber und eben. Versuchen die anderen, die Waren der anderen vom Markt zu verdrängen. Und ihre. Das sind aber die Leute, diejenigen Leute, die schon einmal so weit sind, dass sie Waren produzieren können. Ja. Weil sie genug Geld haben, dass sie andere einkaufen, andere für sich arbeiten lassen, was herstellen und damit versuchen, auf dem Markt einen Erfolg zu haben. Produzieren tun alle, auch die nichts zu verkaufen haben, also keine Waren, die haben dann immerhin noch ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Produzieren tun gerade die, nicht, muss man auch sagen. Genau, ja. Die das anderen lassen produzieren. Genau, ja. Die mehr haben als ihre Arbeitskraft, die Eigentum haben, die lassen die nur ihre Arbeitskraft haben, für sich produzieren. Und schauen, dass dabei mehr rausholen aus ihnen, als wie sie in sie eingesteckt haben. Mhm. Das ist im Übrigen auch die einzige Möglichkeit, um sich Reichtum anzueignen, indem andere dafür arbeiten. Das ist die einzige Möglichkeit. Naja, es gibt ja nur das Lotto. Was hat das mit dem freien Willen zu tun, kommt man vielleicht fragen, nicht? Weil das gerade vorher das Thema war. Naja, dieses ständige Bemühen darum, dass man an seiner Stelle, wo man halt in der Gesellschaft steht, nicht untergeht. Dass man also als Eigentumsloser, als armer Mensch Arbeit findet,
oder eine Sozialhilfe der Arbeitslose bezieht, da muss man sich wahnsinnig dafür bemühen. Und das nimmt einem keiner ab. Da muss man immer wieder losrennen. Und immer wieder versuchen, andere aus seiner, wie soll man sagen, angestammten Betätigungsfeld zu vertreiben. Mhm. Das war nicht der Unternehmer, der schauen muss, dass er seine Gegner schlägt, niederkonkurrenziert, sonst geht er selber unter. Und der Arbeiter muss schauen, dass um die Arbeitsplätze, die da sind, er den Vorzug kriegt von anderen, denen es genauso geht wie ihm, dass sie sich ihre eigene Arbeitskraft verkaufen müssen. So, Moment. So schaut sie aus, die real existierende Freiheit. Das Weihnachten ist halt auch ein Fest, was nicht nur von Christen oder Gläubigen begangen wird, sondern weltweit inzwischen schon sogar von Leuten anderer Konfessionen. Ja, also es hat sich so, das scheint gar nicht an dieser Religiosität oder an so einer religiösen Grundhaltung zu hängen oder damit eigentlich gar nicht nur damit zu tun zu haben, weil es ja in verschiedenen anderen Kulturen genauso gefeiert wird wie hier in Europa, wo man ja christlich ist eigentlich. Also es muss irgendwie auch noch andere Bedürfnisse jenseits der religiösen, würde ich mal sagen, befriedigen. Es gilt ja als Fest des Friedens und der Freude. Und was hat es da mit dem Frieden auf sich? Die Welt ist ja recht unfriedlich, ne? Aber der Frieden, das ist ein ganz privater Frieden, denke ich mal, den machen die Leute mit der Welt und an diesen Festlichkeiten. Der wird eher so innerfamiliär erzeugt, der Frieden. Das ist, hat jetzt mit globalen Auseinandersetzungen und Konflikten und Terror und sowas eigentlich nichts zu tun, sondern das wird selbst, ja, das legt man sich selbst auf eigentlich. Das ist der Frieden im eigenen, in den eigenen vier Wänden oder in der eigenen Familie. Oder. Es ist ja auch noch nie ein Krieg abgesagt worden, der gerade Weihnachten war. Aber der Frieden ist ja nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern es ist auch der Frieden, den man mit sich selber machen soll und mit der Welt überhaupt. Also der Frieden, der Adressat für den Frieden, ist das Individuum. Das soll, wie soll man sagen, alle Unzufriedenheit aufgeben und sagen, wie gut geht's mir doch und wie froh bin ich doch. Also wenn jetzt der Unfrieden, der immer so gemacht wird, der wird ja erstmal so, der wird erstmal vergessen und aber von einem selber soll quasi der Frieden nur ausgehen. Also man selber bringt dann den Frieden in die Familie oder in seinen Freundeskreis oder so. Naja, es ist wie wenn man sich alles, was einen unzufrieden macht, wegdenkt, sagt, das soll nicht sein, und die denkt man ganz was anderes. Ja, man denkt ja wahrscheinlich nicht mal, das soll nicht sein, sondern man denkt einfach mal nicht dran, dass es das ja eigentlich schon gibt, aber das wird mal so ein bisschen ausgeblendet. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen, was es dazu noch werden wir uns noch später äußern. Man kann ja den eigenen Frieden und diese Zufriedenheit mit sich selbst auch darüber pflegen, dass man an jemand anderen denkt. An arme Leute, denen man helfen könnte. Da gibt es nämlich ein Gebot, das ist nicht nummeriert. Das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt folgt daraus aber eigentlich gar nichts. Weil, wer ist denn der Nächste? Ist es der Nachbar, die Freundin, die Familienmitglieder, jemand, der auf der Straße an einem vorbeigeht? Aber um dieses Problem zu lösen, gibt es zu Weihnachten jede Menge Angebote, wo man irgendwie Geld oder andere Wohltätigkeitsbezeigungen loswerden kann. Ja, das ist schon eine sehr interessante Sache mit diesen Spenden, zu denen da jedes gerade zur Weihnachtszeit immer aufgerufen wird, die ganz offen gesagt, dass es viel Armut gibt oder viel Menschen, die ganz... Elend eigentlich, ja. Also wirklich Leute, die also sehr am Boden und Grunde der Gesellschaft leben und gerade bis zum nächsten Tag sie durchgefreten. Mhm. Ja, und für die wird dann aufgerufen, dass man für die
Geld spenden soll. Aber das Interessante an der Sache ist ja, dass es ist jetzt nicht so, dass man jetzt da Geld spendet und dann wäre die Sache erledigt und die Ursachen werden beseitigt und die Leute werden ihres Lebens, würden sie ihres Lebens wieder froh werden, sondern im nächsten Jahr kommen genau dieselben Aufrufe wieder. Also sollte man wieder für das Gleiche spenden, für das man eigentlich das letzte Jahr auch schon gespendet hat. Also irgendwie scheint ja das an den Ursachen von der Armut oder von dem Elend, scheinen die Spenden überhaupt nichts zu ändern. Sonst müssten wir nicht jedes Jahr wieder die gleiche Spende machen. Oder wird wieder aufgerufen, um das für das Gleiche zu spenden. Und das andere fällt auch auf, es gibt offenbar in unserer Gesellschaft, wo es immer heißt, es geht uns für allen wahnsinnig gut, gibt es jede Menge Leute, die Schwierigkeiten haben, sich das Notwendigste zum Leben zu besorgen. Ein Dach über dem Kopf, ein Essen, ein Gewand. Wie geht das zusammen? Über die Ursachen, warum das ist, erfährt man nicht viel. Außer, dass diese Leute, für die man spenden soll, gar nichts angestellt haben. Also die haben nicht gestohlen und die haben nicht Ehe gebrochen und die hätten brav arbeiten wollen und haben vielleicht viele Kinder in die Welt gesetzt. Nichts haben sie falsch gemacht. Und trotzdem sind sie arm. Ja, da war scheinbar nicht das, da war das, den hat scheinbar das Schicksal so ganz schlimm mitgespielt oder so. Sind schlimme Schicksalsschläge eingetreten oder dergleichen. Zum Beispiel sind sie krank geworden oder sie haben sich scheiden lassen. Das sind alles offenbar Dinge, die einen Menschen in Armut stürzen. Eigentlich auch eigenartig, aber es ist immer ganz wichtig, dass das Unschuldige Opfer sind unserer Gesellschaftsordnung. Aber natürlich, wie du sagst, es kommt daher, als sei es gleich bloß das Schicksal gewesen. Irgendwie eine äußere Macht, die mit dem, was bei uns eigentlich heute gilt, gar nichts zu tun hat. Ja, und die Menschen so ganz rausreißt irgendwie aus ihrem normalen Leben, in dem sie ja die Möglichkeiten und die alle Chancen hätten, groß rauszukommen und reich zu werden und für sich irgendwie ein schönes Leben zu führen. Und nur durch diese scheinbar Schicksalsschläge wird es verhindert. Das mit den Spenden, das ist ja eigentlich ist das eine besonders, wie soll man das sagen, ein mieser Kunstgriff. Bei dir wird ja gesagt, wenn du für so eine Spende verhalten wirst, für irgendjemand, der arm ist, der das unbedingt braucht, der Spende, dass du eigentlich gerade stehen musst für Dinge, die du gar nicht verursacht hast. Ja, also wie jetzt diesen Krankheitsfall, der dann ist man natürlich betroffen von dem Krankheitsfall, aber und denkt, da muss geholfen werden, aber letztlich wird man ja zur Rechenschaft gezogen für die Verhältnisse, die einen ja dann einfach rauskicken, wenn man diese Krankheit hat oder wenn man dann seinen Arbeitsplatz verliert. Also so eine Verfahrensweise, die man eigentlich selber total ablehnt, deren Folgen soll man dann aber eigentlich per Spende wieder gut machen. Man wird sozusagen in die Pflicht genommen für Verhältnisse, die für einen selber schlecht sind und für andere auch. Und die soll man mit seiner Spende gut machen und dadurch eigentlich, muss man sagen, unterstützen. Ne? Ja, genau. Auf jeden Fall an Ursachen soll er damit überhaupt gar nicht gerüttelt werden, sondern es soll ja nur jetzt die Not, die jetzt eben halt gerade mal entstanden ist, vielleicht so ein bisschen gemildert werden, aber niemals geht es ja darum, dass das abgeschafft wird, was die Not überhaupt verursacht oder woher das eigentlich kommt, dass die Leute in Not kommen. Wenn wir jetzt ganz böse sagen können und durch diese Spenderei werden ja eigentlich die Ursachen fast, kann man sagen, ins Recht gesetzt oder wie soll man sagen, dauerhaft gemacht. Weil man ja sozusagen die bösen Folgen durch Spenden mildert, damit hat man seine Pflicht getan. Ja, man bestätigt ja irgendwie, dass es irgendwie dieses so eine außerordentliche Notlage wäre, die jetzt ganz unabhängig vom System, sondern eben nur
durch das schlimme Schicksal verursacht worden wäre. Ganz interessant ist es auch, finde ich, wie diese ganze Feierlichkeit und das, was da aufgebaut wird an Erwartungen und an Pflichten eigentlich und so für das Fest, das hat dann auch so eine, wie soll man sagen, eine Verkörperung, was konkret ist, und das ist der Christbaum. Kann man ja scherzhaft sagen, wenn man denkt, wie eigentlich das ganze Weihnachtsfest angefangen hat. Wir haben das ja schon am Anfang unserer Sendung gesagt mit der Erbsünde. Kann man sagen, der Baum der Erkenntnis hat sich ziemlich verändert, bis er zum Christbaum geworden ist. Ja, weil ja bis ins 19. Jahrhundert war ja, wurde der Christbaum ja oft geschmückt mit so Symbolen von Adam und Eva, also wo dann ganz klar wurde, dass das ist natürlich ein Zeichen für den Baum der Erkenntnis, und der Baum sagt jetzt aber, jetzt ist der Jesus geboren, der uns ja von allen, von dieser Erbsünde, die ja damals uns aufgehalst haben, ist er jetzt ja praktisch befreit worden, und insofern ist es schon so eine flache Version von diesem Baum der Erkenntnis. Der hat es weit gebracht. Also mit Lametta wird, wie soll man sagen, Sünde und Erkenntnis weggeschmückt. Wegdekoriert, genau. Ja, das ist ja schon bis zum heutigen Tag so, dass dieses Christbaumschmücken ist ja schon so ein Ritual irgendwie, also wo man weiß, da passiert jetzt nicht nur was, so ein materieller Vorgang, irgendwie, dass eben jetzt da irgendwie das Zeug drauf gehauen wird, sondern damit, also man ist sich der Sache ja schon bewusst, dass dadurch dieser Frieden oder diese innere Reinigung oder so, ne? Ja, genau, dass die damit schon so vollzogen wird, oder dass es damit so eine Ausdrucksform bekommt oder so eine sichtbare Form, dass es nach außen auch sichtbar ist, dass innen so eine Läuterung stattgefunden hat. Es ist ja auch sehr wichtig, dass der Christbaum dann was hermacht, ne? Dass er nicht so ein kleines kümmerliches Ding ist und dass er sich auch mit den richtigen Sachen und möglichst viel behangen wird, weil sonst, wenn man beim Christbaum sparen muss, dann ist das Weihnachtsfest schon von vornherein in der Krise, ne? Das kann man sagen. Ja, ist natürlich auch eine große Geschmacks- und Modefrage geworden mittlerweile, aber auf jeden Fall muss das Richtige draufhängen und muss es so draufhängen, dass es allen so gefällt, oder dass man denkt, oh ja, das ist mein Christbaum. Nimmt ja manchmal lustige Formen an, dass in Weltgegenden, wo beim besten Willen kein Tannenbaum hergeht, dann irgendein Ersatzding produziert werden muss. Und wenn es aus Plastik ist und auch sonst etwas draufhängt, den strengen Maßstäben hiesiger Christbaum schmücken nicht genügen könnte, aber Hauptsache es ist irgend sowas da. Ne? Ja, das könnte ja keine Klimakatastrophe und kein Waldsterben groß genug sein, als dass nicht jede große Stadt und jeder Weihnachtsmarkt und jeder große Supermarkt sich nicht irgendwie so ein riesen Ding vor die Tür oder quasi in jedes Zimmer stellt. Hallo, ich sag's nochmal für die Leute, die jetzt erst einschalten. Wir sind vom Gegenstandpunkt und wir denken ein bisschen nach über Weihnachten. Das gilt ja als ein Familienfest, also das Familienfest per se. Dabei muss man mal da sagen, die originale Familie, auf die sich das bezieht, wenn man da jetzt denkt, Josef, Maria, Jesus, das ist ja eigentlich nicht ganz das, wie die Musterfamilie heute ausschaut. Ne? Ein uneheliches Kind, der Vater im Grunde unbekannt, unter sehr bescheidenen Verhältnissen auf die Welt gekommen. Ja, also fast Sozialfälle, kann man sagen, die von Ausländern irgendwie mit dem Nötigsten beschäftigt werden. Also die Familie heute, wenn es nach unseren Politikern geht, die soll schon anders ausschauen. Nicht? Ja, aber irgendwie das wäre so ein klassischer Fall von, in Deutschland gibt es jetzt dieses neue Wort, das heißt Bedarfsgemeinschaft irgendwie. Das ist so eine Kategorie für diese Hartz-IV-Empfänger, die möglicherweise ehelich oder vielleicht auch unehelich zusammenleben und die vielleicht ein eheliches oder uneheliche Kinder haben oder in sonst irgendwelchen wilden Verhältnissen auf jeden Fall zusammenleben. Und das, da scheint ja der deutsche Staat zumindest schon so dieses aus der Geschichte gelernt zu haben, irgendwie, dass man solche Konstellationen auf jeden Fall als Gemeinschaft oder Familie oder zumindest eben als Bedarfsgemeinschaft so zusammenfasst. Also die Tatsache, dass Leute irgendwie entweder einander mögen
oder aus irgendwelchen anderen, vielleicht gar nicht so freiwilligen Gründen in einem Haushalt gelandet sind, das ist schon ein Grund dafür, dass sie füreinander gerade stehen müssen, wenn es einen von ihnen erwischt, irgendwie in materieller Hinsicht, um damit die Staatskasse zu entlasten. Ja, das ist genau der Sinn von diesem, von dieser Bedarfsgemeinschaft, die eben das sagt, dass wenn Wechselfälle, sage ich jetzt mal, also einfach ganz normale Arbeitslosigkeit oder ganz normale Krankheit oder einfach Armut eintreten, dass dann erstmal nicht der Staat selber einspringen muss, sondern da geht es erstmal um diese Bedarfsgemeinschaft oder eben idealtypisch die Familie. Die hat der Staat da so dazwischen geschaltet. Und deswegen findet er das aber sehr gut. Und deswegen fördert er an allen Ecken und Enden die Familie, die ja in Deutschland jedenfalls vom Grundgesetz geschützt ist. Also das ist ja, ist jetzt nicht so was wie, weiß ich, also das ist für diesen Staat wirklich ein großer Wert. Und das hat er in sein Grundgesetz reingeschrieben. Ja, weil auf der einen Seite soll es eine materielle Entlastung für den Staat bringen oder zumindest verhindern, dass ihm seine Bürger über die Maßen zur Last fallen. Aber ausschauen tut das ja ganz anders für die Betroffenen. Nicht? Die sollen dann nicht jetzt irgendwie gezwungen werden, von außen ihre mittellosen Familienmitglieder durchzufüttern, sondern sie sollen sich ja freuen darüber, dass sie sie haben, dass für sie was tun können, dass nicht allein sind in schweren Zeiten. Und das, da darf man nicht so auf materielle Werte schauen, sondern gerade zu Weihnachten werden da mal die ideellen Werte sehr hochgehalten. Ja, also jeder Bundespräsident, der dann so eine Rede zu Weihnachten zur moralischen Unterbauung seines Volkes hält, der ist natürlich, da geht es genau darum, dass dieses, dass jetzt mal, dass es so ein Tag ist, wo man an die Familie denkt und wo man alles, wo alles so in den Fokus gerückt wird für eine Konstruktion, die, also vielleicht mit Gefühlen, aber in Staatsweg natürlich letztlich mit Verträgen abgesichert ist. Aber dafür werden die Gefühle alle in die Pflicht genommen, da wird keins auslassen. Weil auf die Gefühle will sie der Stadt dann doch nicht verlassen am Schluss. Aber er will sie auch nicht verschonen. Denn sonst wird ja so Weihnachten, ist es so immer das, ist ja das Fest, wo man dann so denkt, da ist denn jetzt die ganzen Sachen, die einen eigentlich sonst so quälen im Alltag, sind ja jetzt irgendwie immer außer Kraft. Also da geht es jetzt nicht um so, man muss da keine Leistung erbringen so richtig. Man muss nicht irgendwie mit irgendjemand konkurrieren oder mit irgendjemand irgendwelche Verhandlungen führen, sondern soll es jetzt erstmal. Man muss so nicht den Wecker auf 5 in der Früh stellen, dass man ja, genau am Arbeitsplatz antreten kann. Es geht jetzt erstmal nur so um die eigenen, um das ganz eigene und um die eigene Persönlichkeit und Subjektivität und wie man so drauf ist und was man sich so denkt und was man so empfindet. Und das. Als solche möchte man natürlich auch gewürdigt werden von den anderen Familienmitgliedern, ne? Ja. Das ist ja der Punkt. Und da, wenn natürlich. Es ist kein Wunder, muss man jetzt sagen, boshaft, dass denn der Begriff der Weihnachtsdepression existiert. Also, dass offenbar dieser hohe Anspruch, den Leute an sich stellen oder an andere, nicht wirklich eingelöst wird. Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie klar, wenn jeder. Den ganzen Krempel, den er so täglich mit sich rumschleppt und den er immer so ertragen muss, denkt es an diesem einen Tag dafür, so entschädigt zu werden irgendwie. Das ist, und alle kommen dann gleichzeitig damit an, dann ist es schon relativ absehbar, dass es irgendwie nicht gelingen kann oder dass es da möglicherweise schon zu ziemlichen Zusammenprallen und zu verletzten Stolz und zu Enttäuschung und zu Ja, wenn Leute ihr eigenes Ich so in die Auslage stellen und sagen, so bin ich, dann fällt oftmals auch auf, was für trostlose Figur sie sind. Dass sie irgendwann leicht weihnachtsdepressiv werden können.
gläubige Menschen fragen sich ja manchmal, und auch in der Bibel wird das öfter aufgeworfen, die Frage, ob man gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen kann. Weihnachten beantwortet es eindeutig positiv. Also es ist ein ideales Beispiel dafür, wie Geschäft und Glaube wunderbar zusammenpassen. Das ist einerseits so, weil da so eine richtige, wie soll man das sagen, Zwang zur Beschenkung ausgerufen wird, beziehungsweise Freiheit zur Beschenkung des anderen. Ja, das wird schon so, plötzlich wird schon dieses materielle Gut oder dieses Geschenk eben, das heißt ja irgendwie, dass es irgendwas Materielles ist, dass er seine Hände wechselt, das ist ja auf jeden Fall gleichwertig oder dass das auf jeden Fall in der Lage ist, soziale Unterschiede oder soziale Differenzen oder einfach Fragen des sich leiden können oder sich mögen, dass man das einmal so überspringen kann. Das ist auf jeden Fall, dass es in den sozialen Beziehungen nicht nur um sozialen Austausch gibt, sondern dass materielle Dinge auf jeden Fall da auch eine ganz große Rolle dabei spielen. Das heißt es ja erstmal. Naja, nachdem wir bis jetzt gesagt haben, es ja in erster Linie ein Familienfest ist und dort alle zeigen sollen, wie sie einander lieb haben in der Familie, ist es natürlich nicht mit einer feuchten Händedruck oder einer Umarmung getan, sondern das muss sie ja irgendwie auch ausdrücken in irgendwas Konkretem. Okay. Das ist halt dann das Geschenk. Ne? Das muss ich auszahlen. Aber da kann auch wieder, das ist auch wieder eine Klippe, die umschifft werden will in diesem ganzen komplizierten Theaterstück. Weil erstens einmal, wenn man was schenkt und das ist zu grindig oder zu bescheiden, kann sich ja die andere Person gekränkt fühlen. Sie wird nicht wirklich geschätzt. Tut man aber irgendwas zu dickes, klotziges, zu großes hin, was sichtlich teuer ist und vielleicht nur mit Preiszettel, dann kommt sehr leicht der Verdacht auf, dass ja gar nicht der anderen Person eine Wertschätzung erwiesen werden sollen, sondern dass man sich selber irgendwie als einen großzügigen Menschen darstellen wollte. Also da dieses Fest der Liebe oder der Familie so richtig missbraucht, um die eigene Großartigkeit wieder mal allen hineinzusemmeln. Das ist schon so eine interessante Angelegenheit, wie auch wieder da mit diesem das Geschenk wieder so zu einem Symbol wird eigentlich. Also wie das ist, was man sich ja scheinbar auf der sozialen oder auf der emotionalen Ebene scheinbar das ganze Jahr über nicht gibt oder nicht geben kann, das soll dann plötzlich das Geschenk wieder gut machen oder das Geschenk dann symbolisieren. Das ist ja, auch wenn man sich sonst überhaupt nicht vertragen kann, dass man sich ja doch irgendwie gern hat oder dass man sich so mag oder sowas. Also dafür sind diese materiellen Geschenke dann doch gut, um das einen brüchigen Frieden zu stiften. Ja. Naja, dann ist auch, darf man nicht vergessen, das ist ja auch etwas Wechselseitiges, das Schenken. Nicht? Es schaut ja auch nicht gut aus, wenn der eine dem anderen ein dickes Geschenk gibt und der andere dem einen ein irgendwie bescheidenes. Dann kommt gleich so eine schiefe Ebene auf und der eine ist beleidigt und der andere ist verunsichert und man geht auch nicht wirklich beglückt über den Akt des Schenkens auseinander. Ja, man kann höchstens eben halt, vielleicht, wenn man jetzt selber nicht so viel Geld bei der Hand hat, das danach wettmachen, dass man eben was macht, was mit besonders viel Liebe oder mit besonders viel so Handarbeit irgendwie so zubereitet worden ist oder wo sehr viel, wo quasi der so ein materieller Mangel dadurch wieder wettgemacht wird, dass es eben mit besonders viel Fleiß zubereitet wird. Das kann natürlich auch, vor allem wenn die Zahlungsfähigkeit, die vermutete, höher ist, beim Beschenkten auch wieder den Verdacht auslösen, dass da wer einfach sparen wollte an ihm. Ja, wie man es macht, ist verkehrt auf jeden Fall. Diese Lust zum Schenken oder dieses Bedürfnis, sich zu beschenken, dem wird ja ein Vorschub geleistet. Weil es gibt ja Weihnachtsgeld bei Leuten, die in Arbeit stehen. Also sie bekommen extra ein zusätzliches Geld zu ihrem
normalen Gehalt, damit sie sich mit etwas mehr Mitteln ausgestattet in den Einkaufsrummel stürzen können. Ja, was ja umgekehrt auch so, also so eine, wo man mit die Arbeitgeber ja umgekehrt zugeben, irgendwie, dass das normale Gehalt ja erstmal dafür gar nicht ausreichen würde, vielleicht irgendwie, um großartige Geschenke zu machen, weil sonst, wenn es ausreichen würde, wäre es ja Quatsch, irgendwie so noch zusätzlich so Weihnachtsgeld auszuzahlen. Also das heißt dann schon. Das Weihnachtsgeld wirft ein schlechtes Licht auf die gewöhnlichen Gehälter. Ja. Aber es ist auch wichtig, dass die Leute in ihrer Schenklust angestachelt werden. Also, dass sie nicht irgendwie das Geld aufs Konto legen und im Januar einkaufen, wenn es weniger kostet, sondern das soll alles für diesen Weihnachts-, dieses grande Finale irgendwie, soll das ausgegeben werden. Und verpulvert werden. Zum Abschluss vielleicht noch was ein bisschen zum Weihnachtsgeschäft. Damit wird man ja auch eigentlich aus allen Rohren, den Medien, Zeitungen, Radio und so, versorgt mit Informationen, wie das Weihnachtsgeschäft gerade heuer wieder läuft und ob der Einzelhandel zufrieden ist. Und da merkt man, es gibt jede Menge von Geschäften, die bauen ihr ganzes Jahr eigentlich, ihr ganzes Geschäftsjahr auf dieses Weihnachtsgeschäft aus. Also, wenn das gescheit rennt, dann sind sie gut ausgestiegen, und wenn da irgendwas schief geht, dann muss man sich Sorgen machen, ob das Unternehmen weiter besteht. In keiner Zeit wird einem das so oft präsentiert wie die Fußballergebnisse, wie jetzt, der Einzelhandel jetzt zufrieden war mit dem Käuferverhalten, mit dem, wie jetzt gekauft worden ist und wie viel Geld eben jetzt irgendwie in diesen Einzelhandel reingeflossen ist. Das erfährt man das ganze Jahr nicht, aber an Weihnachten erfährt man es wohl und jede Woche. Ja, das muss an dem liegen, was wir vorher gesagt haben, über das Schenken. Und wenn man eigentlich seine Wertschätzung jemand ausdrückt darüber, dass man ihm was schenkt und nicht sparen darf da und nicht kleinlich sein darf, dann wird halt ja jede Menge, was man eigentlich nicht braucht, während sonst unterm Jahr gerade Leute, die halt schlechter gestellt sind oder von einem gewöhnlichen Lohnarbeit leben müssen oder bescheideneres Gehalt eher haben, die schauen dann schon auf den Preis und kaufen sich nur Sachen, die es brauchen. Aber Weihnachten, da ist der Standpunkt schon sehr hintangestellt, nicht? Bei Kindern in der Schule zum Beispiel. Ja, also das ist schon so, ist ja auch klar, also wenn das Weihnachtsgeschenk sozusagen die Wertschätzung ausdrückt, dann ist natürlich je exklusiver und je toller und je großartiger das ist und je teurer, desto mehr Wertschätzung hat man natürlich damit ausgedrückt irgendwie, oder desto mehr ist es ja auch, also wird ja so eine Wertschätzung vermittelt, und deswegen ist es natürlich auch verpönt, wenn man jetzt zum Beispiel Weihnachten nur eine neue Hose bekommt oder nur irgendwie irgendwas, was man sowieso eine braucht. Eine Rodel oder irgend sowas, nicht? Wie wir es gekriegt haben noch. Ja, genau. Also am Weihnachten, da sollte dann schon was über den Tisch gehen, was so richtig, was so Luxus ist oder was Großartiges oder was ist, was man sich einfach so nicht, sonst nicht kaufen würde. Und wenn es schon irgendein Fetzen ist, dann muss es halt auch irgendwie exquisiter sein, nicht? Und nicht von der Stange irgendwie. Oder aus einem Chinesen-Shop. Genau. Und diese Kaufwut oder diese entfesselte Kaufkraft, es gibt ja Leute, die sich sogar verschulden, was man so hört, um ihre Schenklust da voll ausleben zu können. Auf die wird natürlich voll ausgenutzt von der Geschäftswelt. Und so neigt sich das Jahr in Friede und Wohne dem Ende zu. Und alle sind zufrieden und alle haben Spaß. Ja, das war jetzt der Sendung vom Gegenstandpunkt. Wir haben beim Spirituellen angefangen, bei der Erbsünde, und beim Materiellen sind wir angelangt. Ich hoffe, dass diese Reihenfolge zugesagt hat.